Hallo, liebe Freunde der Wissenschaft, zu einem neuen Video. Das ist ein Experimentiervideo und auch eine Kollaboration, und zwar mit Professor Kieslich. Ich erkläre euch jetzt mal, was hier so ablaufen wird. Wir zeigen euch, also ich zeige euch jetzt mal einen Versuch. Und später wird Professor Kieslich euch dann die Theorie hinter dem Versuch erklären, also was hier eigentlich so passiert. Nun ja, was machen wir heute überhaupt? Wir wollen heute mal ein Alkin herstellen. Ein ganz besonderes, ein Alkin ist ja eine organische Verbindung. Und wir stellen heute mal Schweißgas her, und zwar Acetylen oder auch Ethin. Dafür benötigen wir einmal Calciumcarbid. Calciumcarbid, das sind so graue Steine. Ich kann jetzt auch mal hier ein paar in diese Abdampfschale geben. So, dann hat man hier so graue Steinchen. Und hier haben wir jetzt eine ganz spezielle Apparatur. Und zwar einmal ein Gasentwickler. Wir werden hier in diese Flasche das Calciumcarbid reingeben. Dann wird Wasser durch diesen Tropftrichter dort drauf geträufelt. Es entsteht dann unser Gas. Das geht dann hier in diese Gaswaschflasche rein. Die dient uns als Rückschlagsicherung, denn da ist dann Wasser drin. Und falls das zurückschlagen sollte, wenn irgendwas brennt, dann würde das uns quasi retten. Und dann ist nochmal hier auch nochmal eine Rückschlagsicherung. Und zwar ein Glasrohr mit Kupferwolle. So, und dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Das stellen wir mal beiseite. Und wir geben jetzt zuerst etwas Wasser in unsere Waschflasche. Ja, diesmal nicht unser Waschflaschenuntersatz, sondern einen Rundkolben. Denn der Waschflaschenuntersatz ist gerade in der Wäsche. Also nicht Wäsche, sondern ja doch, ja, wird gespült. Sagen wir es mal so. So, ich hoffe mal, das genügt. Und das genügt auch. So muss das sein. Ja. Und dann geben wir jetzt hier noch in unseren Tropftrichter den Rest an Wasser. So, das mag genügen. Das Wasser stelle ich auch mal weg. Und jetzt ist noch unsere Aufgabe, die Flasche mit ein bisschen Calciumcarbid zu befüllen. Dafür drehen wir einmal hier unseren Tropftrichter raus. Ich glaube, ich hätte zuerst das Calciumcarbid und dann das Wasser reinmachen sollen. Naja, also. Jetzt nehmen wir mal hier ein Steinchen. Ein Stein reicht. In die Flasche, in der wohl schon etwas Wasser drin war. Naja, nicht schlimm, es ist nicht viel entstanden. So. Drehen wir das hier mal zu. Und jetzt verbinden wir unsere Waschflasche erstmal mit unserem Gasentwickler. Dafür stecken wir den Schlauch hier einmal an den Gasentwickler dran. Und dann verbinden wir das Ganze jetzt noch mit der Waschflasche. So. Fest sein, weil das wäre schlecht, wenn das ein bisschen lose wäre. So, wir werden das Gas pneumatisch auffangen in einem Standzylinder. So. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Ich ziehe mal die Schutzbrille auf, denn Sicherheit geht vor. Und wir geben erstmal ganz wenig Wasser hier. So, das reicht schon voll und ganz. Ganz wenig Wasser hier rein, denn wir wollen erstmal nur unseren Standzylinder füllen. Und das ist jetzt auch geschehen. Der Standzylinder ist voll, es entsteht immer noch ein bisschen was. Aber die Reaktion wird auch gleich zu Ende sein. So. Das hier ist dicht. Streichhölzer. So. Das brennen wir jetzt mal ab. Und man kann sehen, das brennt richtig stark, auch hier mit rußender Flamme. Das decken wir jetzt mal wieder ab. Und jetzt blende ich hier noch ein Video ein. Das ist von unserem Video von der Vorbereitung quasi, hier vom Fachbereich Chemie. Da haben wir auch einen kleinen Versuch mit Acetylen gemacht und das blende ich euch dann jetzt mal hier ein.
Wir wollen den Spaß jetzt hier nochmal entzünden. Man sieht hier, dass es doch schon stark brennt. Und das ist wirklich nur wenig Gas. Die Gaswaschflasche kann ja auch als Blasenzähler dienen, ist aber auch sehr hell. Und wenn man das jetzt noch mit Sauerstoff mischt, also dieses Gas, dann können Temperaturen bis zu 3000 Grad entstehen. Und was da genau für eine Flüssigkeit passiert wäre, also was da überhaupt entstanden wäre und was bei dieser Reaktion passiert, nun ja, das erklärt euch Professor Gieslich jetzt. So, und jetzt kommen wir mal zu der Erklärung. Wir haben ja die Reaktion von den Laborwarten gerade gesehen. War eine Hammerreaktion und sah auch ganz cool aus. Ja, jetzt gucken wir uns mal die Erklärung an und gucken mal, was da eigentlich mit was reagiert hat und was für Stoffe hinterher entstanden sind. So. Also, wir gehen aus von unseren Edukten, die haben wir hier oben, Calciumcarbid, CaC2 und H2O, das ist Wasser. Und dann haben wir hier die Reaktionsgleichung. Calciumcarbid und Wasser werden zu oder reagieren zu Ethin oder Acetylen, das hat die Formel C2H2, und Calciumhydroxid, das ist CaOH2. Das Calciumhydroxid, das ist in dieser Reaktion die Lauge. Und dieses ist in Wasser gelöst, beziehungsweise ist in Wasser drin, löst sich schwer in Wasser, ist also schwer wasserlöslich, ist aber hier in dem Fall unsere Lauge. Dieses Calciumhydroxid, das kennt man auch von Reaktionen, wo Calcium zum Beispiel einfach nur reagiert mit Wasser, das entsteht halt hier auch. So, dann haben wir hier das Gas Ethin oder Acetylen, das ist ja, wie ich gerade sagte, schon einfach nur ein anderer Name dafür, und zwar ist das Ethin ein Gas und das ist verbrannt in dieser stark hustenden Flamme, die wir gerade im Video sehen konnten, in dieser stark hustenden orangefarbenen Flamme. Und das Ganze ist ein Schweißgas. Ein anderes Beispiel zu einem Schweißgas wäre zum Beispiel noch Argon. Argon ist ein Schutzgas, das wird auch verwendet, einfach nur zum Schutz. So. Und das Ganze muss man natürlich dann hier auch nur erstmal nochmal ausgleichen. Man guckt sich das an. Hier hätten wir einmal ein Calciumatom, zwei Kohlenstoff, hätten wir hier insgesamt vier Wasserstoff- und zwei Sauerstoffatome. Dann gucken wir hier haben wir zwei Kohlenstoffatome, zwei Wasserstoffatome bei dem Ethin. Dann haben wir hier noch ein Calciumatom, gleicht das auf dieser Seite auch wieder aus. Und hier zwei OH-Gruppen, also im Prinzip zwei Wasserstoff noch und zwei Sauerstoff. Und insgesamt, wenn man das so zusammenrechnet, kommt man auch auf vier Wasserstoff und vier Sauerstoff, also ist die Reaktion dann so ausgeglichen, wie sie hier steht. So, und jetzt kommen wir erstmal noch zu so ein paar allgemeinen Informationen. Dass diese Reaktion hier, Calciumcarbid und Wasser, wurde früher verwendet in Lampen. Das ist einfach nur dazu da gewesen, um etwas zu erleuchten, was Lampen hier so an sich haben. Und das ist sehr gut gewesen, viel besser als eine Kerze. Kerzen brennen ja erstens nicht so lange und diese Reaktion hielt schon lange an. Einfach nur durch dieses Gas hier, durch das Ethin, es leuchtet halt sehr hell und es hat auch mehr Vorteile als eine Kerze. So, und dann gibt es noch verschiedene Formen von Calciumcarbid. Und zwar gibt es das entweder in reiner Form, das sind dann sind die 100%, rein ist ja 100%. Und das gibt es, das hat dann so eine graue Farbe. Und dann gibt es auch noch ein 80-85% reines Calciumcarbid. Das ist natürlich nicht rein, sondern es hat 80-85% und da sind andere Verunreinigungen bei, wie zum Beispiel Calciumoxid oder auch andere Siliziumverbindungen, die das so ein bisschen verunreinigen. Und das ist das Ganze dann nicht mehr grau, sondern braun. Sieht also aus wie so, soll ich sagen, so schleimige Steine beispielsweise. So, das war die Erklärung. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Nun ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, liked es doch gern oder ihr könnt es auch gern kommentieren. Und schaut auch mal bei Professor Gieslich vorbei. Er hat auch sehr interessante Chemie-Videos. Man sieht sich.